Hallo, ich grüße euch zur Sendung vom 3.1.2016. Ihr wisst ja, ich vermeide immer ein bisschen die Sache neues Jahr, weil mit dem neuen Jahr, da gibt es schon ein paar Sachen, die da nicht ganz koscher sind. Das ich dann gleich erklären. Ihr wisst aber, dass das eben die traditionelle Zeit ist, wo man sich also mit der Familie trifft zu Weihnachten und ja, ein neues Jahr, dann die Glückwünsche und wie dann die ganzen Gutmenschen scharenweise herzutreten und ihnen zum neuen Jahr gratulieren. Und wenn man die mal wirklich aufwecken will, gibt es einem da die Möglichkeit zu sagen, ne, wieso ist da gar kein neues Jahr? Neues Jahr geht erst am 9. März los. Weißt du denn das nicht? Und dann bricht dann richtig, wie so eine Welt zusammenbricht. Bist du auch ein Verdrehen und sagst, oh, was habe ich denn jetzt angestellt? So, also wissenschaftlicher Hintergrund an der Sache. Ein neues Jahr beginnt ja in der Regel dann am ersten Tag des ersten Monats. Ja, und da muss man sich überlegen, wann ist denn eigentlich der erste Tag vom ersten Monat? Nun ist es so, der ursprüngliche Kalender, der Jahrtausende alt ist, also 5.000, 6.000 Jahre alt, da ging es wirklich am ersten Tag los, am ersten Tag des ersten Monats. Und zwar genau dann, wenn die Sonne den Frühlingspunkt kreuzt, müsste man sich so vorstellen. Also es gibt ja diese Sonnenwende, ne? Die Sonne steigt also im Sommer hoch und im Winter ist sie tiefer. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Erde sich dreht und sozusagen die Sonne und die Erdachse geneigt ist und die Sonne sozusagen nicht immer am gleichen Punkt steht. So, und wenn man das jetzt sich anguckt, bildet sich so eine Sonnenwendekurve. Ne? Und dann, wenn die Sonne im Prinzip von der Südhalbkugel umkehrt, da haben wir diese Wintersonnenwende, das ist also im Altgermanischen wurde der Julfest gesagt. Und dann gibt es den aufsteigenden Ast bis zum Äquator. Und wenn der Äquator überschritten wird, dann ist der sogenannte Frühlingspunkt. Und das ist der Beginn des neuen Jahres. Und dort ab wird sozusagen gezählt. Und bei den alten Juden hieß der Monat Nisan, aber nach dem ursprünglichen Kalender, der schon älter ist als die Juden und eigentlich von Anfang an Bestand hatte, haben die Monate keine Namen und auch die Wochentage keine Namen gehabt. Und das ist alles erst eine durch die heidnischen Entwicklungen auch des Römischen Reiches hinzugekommene Bedeutung. Ja, also früher wurde dann einfach durchgezählt, ich kann euch das einfach mal zeigen. Also der Kalender ist also hier schon über 6.000 Jahre alt. Und wie ihr seht, ist also der erste, wir sind jetzt im Januar 2016, das ist der sogenannte gregorianische Kalender, den wir heute verwenden. Und die Lunisolar-Kalendierung zeigt ab dem 21. Tag der 10. Lunation 6002. Das sind also weder Jahresanfang noch Jahresende, sondern so, ja, so mittendrin gegen Ende. So, ich müsste also jetzt erstmal noch 2 Monate weiterschalten, um auf den Jahreswechsel zu kommen. Und da liege ich dann hier beim 9. März. Und da sehen wir, der 9. März ist der erste Tag der ersten Lunation 6003. Das wäre eigentlich Neujahr. So, und dieser Kalender kommt wieder, wenn das Tausendjährige Reich anbricht. Also das, was nach der EU und NWO und Antichrist kommen soll. Und die Hoffnung, dass diese Zeit kommen will, die haben die Altgermanen und auch die Urchristen gemeinsam. Ja? Also die sogenannte neue Zeit, die sogenannte friedliche Weltordnung, wo es keine Kriege mehr geben soll. Und auf die Zeit gehen wir zu. Und es steht aber auch geschrieben in der Bibel, dass diese Zeit nicht, also dieser Antichrist und diese neue Weltordnung nicht durch Menschenhand beseitigt wird, sondern durch ein externes Ereignis. Vermutlich ein Naturereignis. Also Naturkatastrophe. So, ja, wir sind also jetzt mittendrin. Und jetzt müssten wir uns mal angucken, was denn nur hier bei der ganzen Geschichte nicht stimmt. Ihr wisst ja, dass in der Bibel, ich zeige es euch mal, Moment, muss ich es mal herholen. Ach ja, hier. Und zwar Hesekiel, was soll ich was lesen? Ach ne, das kann ich leider hier nicht einblenden. Oder doch, Hesekiel 45, 21, da steht drinne, am 14. Tag des ersten Monats sollt ihr das Passa halten und 7 Tage feiern und ungesäuertes Brot essen. So, ich kann das jetzt leider mit der Bildschirmliebe nicht anders machen. Ich lasse es einfach mal weg. So, das heißt, hier ist also schon durch das biblische Zeugnis belegt, dass unser heutiger Kalender nicht stimmt. Und dass hier das, was die Kirchen uns erzählen mit Auferstehung zu Ostern, nicht stimmen kann. Weil dann würde nämlich
dieses Passafest auf den 14. Januar fallen. Also 14. Tag des ersten Monats wäre nach dem gregorianischen Kalender der 14. Januar. Kann also nicht stimmen. So, wir wissen also, es war zuverlässig, dass das im 4. Jahrhundert durch die katholische Kirche geändert worden ist. Und damit das wirklich auch alle mitmachen, diese Änderung, hat man also alle die, die das nicht wollten, hat man umgebracht. Und da hat die katholische Kirche bis ins 7. Jahrhundert hinein in Europa ganz schlimm gewütet und hat also alle ehrlichen Wahrheitssucher umgebracht. Man kann es nicht anders sagen. So. Und heute ist man regelrecht stolz drauf, dass man den Kalender umgebracht hat und so viele Millionen Tote erzeugt hat damit. Also das muss man sich mal vorstellen. Und da kann man, sowas kann man nicht mitfeiern, das geht einfach nicht. So, dann muss man noch eine Geschichte wissen. Jesus hat ja gesagt zu seinen Jüngern, geht einmal noch Kräuter und Zeug beschaffen, weil ich will mit euch noch das Passa feiern. Also meine Zeit ist nachher beigekommen, aber ich will mit euch noch das Passa feiern. So, und da wissen wir also, das Passafest kann bis zu 4 Wochen nach Ostern liegen. Also das hat schon von der Bibel her nichts mit, hat die Auferstehungstage in der Bibel, der in der Bibel beschrieben ist, nichts mit der heutigen Ostertradition zu tun, sondern das Ostern kommt von Fest der Isis. Isis ist sozusagen, wenn man so will, die Mutter vom Teufel. Ne? Das ist natürlich dann lecker, wenn man dann das Jesuskind der Himmelskönigin, also der Isis, anbetet. Das ist mal so direkt bei der Teufelsanbetung in der katholischen Kirche. So, aber das begreifen die Katholiken nicht und es hat anscheinend auch keinen Zweck, die auf diese Widersprüche hinzuweisen, weil die das einfach wie ausblenden. Ne? Für die gilt nur das, was der Pastor gesagt hat, und die Bibel selber lesen sie nicht. So, jetzt müssen wir weiter wissen. Es war also, die haben zusammen das Passa gefeiert, dann kam der Ruhetag, also wo sie ihn dann gefangen genommen haben, dann kam der Ruhetag, das war der Sabbat, und am Folgetag drauf ist es sozusagen auferstanden. Das wäre also hier, wenn man das mal mit der Lupe mal guckt, also das wäre das Passover jetzt. Ja. Dann käme der Sabbat und dann der Auferstehungstag. Wir gucken uns das mal an, wie es im gregorianischen Kalender aussieht. Da sind wir hier im März. Der Passover ist also hier der 22. März. Dann käme der Sabbat, wäre der 23. Und Sabbat deswegen, weil der 9. hier auch ein Mittwoch ist. Ja, Mittwoch. Ja, Mittwoch, 9. Und dann ist sozusagen 14 Tage später hier dieser Sabbat, also das wäre Ostersonnabend, aber es ist ja kein Sonnabend gewesen, ne, weil es hängt ja immer der Wochentag immer ab, auf welchen Tag der Neumond fällt. So. Und dann sind wir hier beim 24., das wäre der Auferstehungstag, und da landen wir hier beim Donnerstag. Ja, ist eine interessante Geschichte. Ne? So, und von diesem Tag müsste man jetzt 50 Tage draufrechnen, und da kämen wir dann bei Ostern raus. Und die Himmelfahrt liegt irgendwo dazwischen. Also es ist nicht so, wie wir es heute im gregorianischen Kalender finden. Also da stimmt vorne und hinten nichts. Weil es eine Lüge, die immer wieder den Leuten aufgetischt wird, die wird einem jedes Mal aufgenommen. Und es ist immer schön, wenn man so die Gutmenschen und die Schlafchristen mit diesem Faktenwissen hier mal konfrontiert und das wirklich auch mal beweist, dass es so ist. Dass es also vorne und hinten nicht stimmen kann. Und alleine Hesekiel 45, Vers 21 ist also der Beweis, dass es ihn anliegen. So, gut, hätten wir das mit dem neuen Jahr beredet. Für uns, denke ich, reicht das erstmal. Ich lasse mal die Lupe noch an. Ich hole mir noch was anderes in den Vordergrund. Und zwar haben wir hier die Ratssitzung von der verfassungsgebenden Versammlung vom 30.12. Und ungefähr bei der Minute 11, 9 Sekunden geht diese Rede los, wo sie sich also noch einmal mit meinem Video befassen. So. Also es wurde dann gesagt, ich würde also die Strömung Verwirrung stiften und so weiter. Nee, ich habe die einfach mal mit der Wahrheit konfrontiert. Eine verfassungsgebende Versammlung, die den 31.12.1937 als Grenze anerkennt, würde bedeuten, Deutschland in die Haftung des Ersten und Zweiten Weltkriegs reinzuziehen. Als Bündnispartner von einem Land, was angegriffen ist, haftet man nicht für die Kriegsfolgen. Ne? Das ist also möglicherweise ein verlorener Verteidigungskrieg, aber kein Angriffskrieg. So, dass dann der Besatzer hier drinnen plündert, ist eine ganz andere Geschichte. Fakt ist, es geht ja um die Kriegsschuld. Und die hat Deutschland definitiv damit nicht.
Ja. Wenn wir uns aber auf die Grenzen von 1937 begeben, dann wechseln wir im Prinzip vom Staat in den Feinstaat. Und aus dem Feinstaat raus sind wir natürlich dann Hafter, weil wir haben ja, wenn wir auf die Weimarer Republikseite wechseln, hätten wir ja den Versailler Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir das Schwarz-Rot-Gold an der Backe, dann haben wir die Frau Merkel an der Backe, dann haben wir die Kosten von den ganzen Migranten und Invasoren an der Backe. Das wird ein ewiges Leiden und Haften für Sachen, für die wir wirklich nichts können, weil das über unsere Köpfe hinweg entschieden worden ist. Und da muss man ein klares Cut machen. Mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten. Und wenn sie dann noch ihr reden wie der Gauck selber und das dann ja und so hindeuten und wir müssen doch eine Geschlossenheit schaffen. Man kann Geschlossenheit nur über eine Wahrheit erzielen, indem man eben sagt, das ist die Wahrheit. So und so, das sind die Punkte. So, damit müsst ihr euch dann haben. Und wenn jeder aus seiner Richtung heraus an den zentralen Punkt der Wahrheit zusammentritt, dann entsteht Geschlossenheit und mit Geschlossenheit entsteht Handlungsfähigkeit. So. Ich weiß, dass viele jetzt da nur auf dem Zeitstrahl hin und her wandern und sich die optimale Lösung raussuchen. Das ist aber nicht wichtig, weil bei Friedensschluss wird automatisch auf den 28.10.1918 zurückgesetzt, nämlich der Tag, wo der Putsch passiert ist. Weil nur der Staat kann Gesetze unterschreiben, er kann Verfassungen außer Kraft setzen oder wieder in Kraft setzen, er kann sagen, dass das und das, was die Verwaltung des Besatzers an Plünderungen hier in dem Land vorgenommen und rechtswidrig war. Er kann Wiedergutmachung beschließen. Er kann auch sagen, Teile der Verfassung suspendieren. Man muss ja gewisse Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz machen, weil sonst hätten wir alle keine Staatsangehörigkeiten mehr, weil wir ja nicht in der königlich-kaiserlichen Marine gedient haben, wofür wir aber nichts können, weil sie ja, ja halt mal nicht gemustert wurden. So, aber das heißt, das muss mal rechtsbereinigt werden und zwar in der Weise, dass also ja, die Rechte und Pflichten klar geregelt werden und unsere heutigen Bedürfnisse zugeschnitten werden, aber auf keinen Fall mit der EU und mit der Weimarer Republik in irgendwie einen Zusammenhang zu bringen sind. Also das heißt, das Kaiserreich wird ein neutraler Staatenbund sein und da wird es so sein, dass in Mitteldeutschland gegründet wird, die Ostgebiete dazukommen durch Wiedervereinigung. Und wir den Westen retten müssen. Anders geht es nicht. Also wir sind ja auch nicht dem Westen beigetreten, weil der Einigungsvertrag wurde ja ein Jahr später danach wieder gelöscht, weil er formal ungültig zustande kam. Es gab keinen Volksentscheid zum Beitritt. In der DDR hätte das sein gemusst, weil die DDR-Verfassung sah das vor, dass also bei ganz wichtigen Entscheidungen ein Volksentscheid wichtig war und auch nur ein Volksentscheid hätte die DDR-Verfassung suspendieren können. Das hat man also auch am 17.07.1990 nicht suspendieren können. Und diese ganzen Ungereimtheiten sind im Prinzip zutage getreten. Und dann haben irgendwann die Russen gesagt, nee, also den Einigungsvertrag, den können wir so nicht ratifizieren. Und so ist es bis heute. Also wenn da irgendwelche offiziellen Stellen an ihn rantreten, wie Freistaat Sachsen, das ist einfach nur eine Firma. Ja. Man muss ja auch überlegen, der Freistaat Sachsen kann der Bundesrepublik nicht beigetreten sein, weil die Bundesrepublik am 17.07.1990 schon gelöscht war. Und selbst beim angeblichen Beitritt hat der Freistaat Sachsen ja noch gar nicht existiert, weil der erst am 14.10. gegründet worden ist. Also kann er nicht am 3.10. beigetreten sein. Tote können nichts verfügen. So, und ich kann ne, sagen wir mal, ungeborenes Kind in Arm schaukeln. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ich muss auch mal geboren sein und dann kann ich satzen. Ja, und demzufolge kann ich nicht in Freistaat in der Bundesrepublik beitreten, wo die Bundesrepublik schon tot ist und der Freistaat noch gar nicht geboren. Ja, also es funktioniert nicht. Und das, was wir uns hier erzählen mit angeblicher Souveränität, ist alles großer Käse und Betrug. Das ist das. Und das ist das, was jetzt auch aufbricht, wo die Leute eben ihre Staatsangehörigkeit einfordern. Wir wollen die Bundesstaatenangehörigkeit und wir lassen euch von eurem Freistaatsbetrug der Weimarer Republik eben nicht mehr dumm kommen. So, und wenn ihr euch den gelben Schein genau anguckt, ihr könnt auch in das ESTA-Register reingucken, ihr kriegt nie dort ein staatliches Logo. Ein Register ist einfach nur eine Firmendatei, nichts anderes. Es ist nicht das originale Verzeichnis der Staatsangehörigkeit. Das kann nur eine Wahlkommission prüfen. Also die sagen, jawohl, du bist Ableitung nach Rostock, bist du Deutscher nach Rostock und dann kriegst du dort das Dokument und mit diesem Dokument kannst du wirklich mal wählen. Wir haben ja bis jetzt nie gewählt, sondern wir haben im Prinzip nur Notstandsleiterwahlen gehabt. Und von Notstandsleiterwahlen gibt es kein festgeschriebenes Wahlverfahren, weil bei einem Verkehrsunfall würdest du ja auch nicht erst wählen. Das habe ich auch schon dreimal erklärt. So. Und die Notstandsleiter nehmen sich heraus,
sich über Gesetze und Bestimmungen hinwegzusetzen. Das ist das, was die Bundesrepublik macht. Ja, und das kann nicht gesund sein. Und irgendwann rächt sich das, weil diese ganze Euroblase und dieser ganze Betrug einem irgendwann auch mal auffällt. Ja. Und wenn sich also eine EU-Kommission im Prinzip selber einen Persilschein ausstellt, dass sie weder verfolgt noch die Untaten und Verbrechen verfolgt werden können, also sich selber den Persilschein ausgestellt haben, dann brauche ich doch über das, was hier geplant ist und was hier durchgezogen werden soll mit dem Raub von Eigentum, nicht mehr nachdenken. Dann ist das wie ein Banküberfall. Das ist nicht rechtens. Die haben ja keine Rechte. So, und damit, wie gesagt, eine Verfassung brauche ich nicht wählen, weil wir haben eine, wir müssen nur eine Änderungsgesetzgebung zur Verfassung machen. Und Änderungsgesetzgebung zur Verfassung kann nur ein Verweser machen. Auch die ganzen Reichskanzler können keine Gesetze beschließen. Er könnte alle hernehmen. Das darf nur ein Verweser machen. Deswegen ist ja auch im STAK, im Staatsangehörigkeitsgesetz der Bundesrepublik, was eigentlich wirklich kein gültiges Gesetz ist, trotzdem noch das Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913 drin. Weil nur der Verweser darf es ausfertigen. Die Frau Merkel und der Herr Gauck darf überhaupt nichts unterschreiben. Also keine Gesetze unterzeichnen. Auch der Bundestag. Das, was die machen, sind nur Bundesgesetze. Bundesgesetze sind nichts anderes wie AGBs einer Firma. Nichts anderes. Das sind keine staatlichen Gesetze. So. Und die Gerichte und die Behörden betrügen die Menschen einfach hier. Das ist das, was hier los ist in dem Land. Ja? Das ist also so wie eine riesengroße Theateraufführung, bloß dass die Bühne eben sich auf das gesamte Gebiet von Europa ausdehnt und alle in diesen Wahnsinn reingetrieben werden sollen. Und dass die anderen Länder rings um Europa nicht auch mal aufwecken und sagen, wir wollen wieder diese alten, gute Zusammenarbeit mit dem deutschen Kaiserreich, nicht mit dem Dritten Reich, sondern dem Kaiserreich. Und dort eine starke Wirtschaftsnation werden. Das ist das, was man nicht begreifen. Und die umliegenden Länder nur auch mal nachdenken müssen. Weil die paar Griechenland-Schulden sind doch überhaupt nicht das Problem der europäischen Einigung. Das europäische Einigung ist, dass andere Länder wie zum Beispiel USA und Israel hier Geld rausziehen wollen, anstatt dass es uns zugute kommt. Und das ist das, was die Menschen mal begreifen müssen. So, gut. Haben wir noch was, was wir jetzt hier noch mit sagen müssen? Ach ja, wir haben ja noch eine interessante Geschichte. Und zwar. Ihr wisst ja, dass ihr ein denkwürdiges Datum ist. Und zwar, ich schiebe es mal rüber, gibt es ja hier während Feiertagen auch Börsenhandel. Muss ich nochmal das hier zuschieben können? Ja, es geht. So, ja, hier, so, da gibt es also hier die Regelung, wo die ganzen Länder hier alle geschlossen haben. Und am 1. Januar 2016 hört eine Regelung auf, wonach Russland nicht berechtigt war, selber Rubel zu erzeugen. Also die mussten, wenn die Rubel erzeugen wollten, immer US-Staatsanleihen kaufen, als Gegenwert. Ne? Und aus diesem Wert durften die Rubel rausziehen. Ne? Und zwar immer in der Menge, wie auch Dollar erzeugt worden sind. Und die Dollars wurden in den Umlauf gepumpt. Und damit das passiert, da hat Gorbatschow im Prinzip sein eigenes Land verraten. Er hätte ja auch einen Vertrag machen können, dass die russische Nationalbank selber Rubel erzeugen darf. Dann würde die Wirtschaft von Russland wirklich in einem unglaublichen Tempo vorangehen können. Und so kann sie immer nur so wachsen, wie auch der Dollar wächst. Und der Dollar wächst im Prinzip durch Geldbetrug, also durch Ausweitung der Geldmenge. So, und irgendwann führt das dann zu einem totalen Missverhältnis. Und das soll eben jetzt auf Willen der russischen Regierung aufgehoben werden. So, hier ist es so, dass man über die Feiertage ja nichts verkaufen kann. Deswegen habe ich das hier so eingezeichnet. Das sind die ganzen Handelszeiten. Ja? Und da seht ihr also, dass die hier geschlossen haben. Also das heißt, der Staatsanleihenabverkauf kann also noch nicht passieren. Aber er könnte theoretisch jetzt im Prinzip ab 23 Uhr passieren, wo also der Austausch in der Währungsaustausch, also der Währungsaustausch in andere Währungen passieren. Zum Beispiel könnte man ja jetzt russische Rubel gegen Yen tauschen. Ne? Und das würde den US-Dollar im Prinzip zum Absturz bringen. Oder Staatsanleihen auf den Markt hauen. Also die ganzen US-Staatsanleihen von China, von Japan und von Russland, die als sogenannter Gegenwert der Nationalwährung eben von den Zentralbanken gehalten werden, die könnten beispielsweise auf dem Markt gehalten werden und dann könnten die Amis nicht mehr was dagegen machen, weil aufgrund der Zeitverschiebung du die Börse bei denen ja viel später öffnen, also so 10, 11 Uhr rum. Ne? Und da kann ja im Prinzip die Party hier schon lange vorbei sein, ne? Dass die osteuropäischen Staaten im Prinzip die ganzen Schatzanleihen alle schon auf den Markt gehauen haben. Wir müssen es bloß maßvoll machen,
Weil wenn sie das alles mit einmal machen, würde natürlich der Preis der Staatsanleihen ins Bodenlose fallen. Und dann würde man für das letzte Drittel oder für die letzten paar Staatsanleihen gar nichts mehr kriegen. Da wurde zwar dann der Präsident schlafwandelnd aus dem Bett geweckt werden und dann sagt, ich habe kein Geld mehr, um meinen Staat zu finanzieren. Aber das ist ja nicht unser Problem. Er kümmert sich um unser Problem ja auch nicht. Ja, aber das wäre mal eine interessante Sache, was hier heute 23 Uhr passiert. Und ich werde mal versuchen, so einen Sonderartikel noch reinzustellen und mir das Sterben des Dollars mal anzugucken. Ja, also im Prinzip ist ja alles das, was anders wird, nur gut, weil das, was wir bisher hatten, war grundlegend übel und negativ. Und jetzt, wo es also zu einer Auflösung der Europäischen Union kommt, ist das sozusagen ein kleines Hoffnungssymbol. Ich sage mal noch nicht, dass wir durch sind, weil der Tod des Euros zieht natürlich die ganze Wirtschaft auch nach unten. Und zwar nur deswegen, weil die Politik das so will. Würden sich die Wirtschaftsbosse und auch der ganze Mittelstand einig werden, sofort mit dieser EU aufzuhören und mit diesem Euro und zu sagen, okay, wir verrechnen jetzt nur noch Mannstunden, also als Gegenwert, also sozusagen Handwerker, Mannstunden, so und so viele Stunden, die ein Handwerker bei 100% Leistung sozusagen umgesetzt hat, ist ein gewisser Gegenwert und diese Zeit nehmen wir als Währungsberechnungsgrundlage. Da macht einmal wesentlich irgendeine Bewertungskommission, bewertet eben, welche Arbeit wie viel wert ist und dann brauchen wir keine Zinsen mehr erheben, weil das ist einfach nur ein Zahlenwert. Genauso wie ich beim Wurzelziehen oder beim Potenzieren keine Zinsen bezahlen muss, brauche ich ja bei der Messung der Arbeitskraft auch keine Zinsen bezahlen. Es ist einfach nur eine Verrechnungseinheit. So. Und da ist es auch völlig egal, ob das Dollar oder Yen oder was auch immer ist, es ist einfach nur eine Zahl. Und wenn man das begreift, dass das reicht, um den täglichen Handel und den Warenbezug zu regeln, dann hätten wir dieses ganze Geldsystem nicht. Wir könnten einfach nur mit Handwerkerstunden alles abrechnen. Der Arzt hat eben so und so viele Stunden und jeder leistet eben im Maße seines körperlichen Verschleißes. Ist klar, ich meine, wenn einer unter Tage arbeitet, 8 Stunden, ist er mehr gefordert als einer, der ein Buch schreibt oder so. Ne? Auch wenn der für seinen Bestseller mehr Geld erlöst. Aber muss eben dieses neue System, die Ungerechtigkeit, eben dann auch mal bereinigen. Ja, das ist aber jetzt nur nicht über Nacht zu machen, sondern da müssen sich mal kluge Köpfe zusammensetzen und dann geht das zu klären. Also es muss nicht alle 5, 6 Jahre irgendwo auf der Welt eine neue Währungskrise geben. Aber eine Welteinheitswährung unter dem Vorsitz des Antichristen oder neuen Weltordnung sind durch ebenso übel. Dass das kommen wird, steht auch so in der Bibel drin. Aber wir wissen ja, dass danach die Zeit des Friedens noch kommt. Und das ist eben die Hoffnung, die wir haben, dass sich das nochmal zum Guten wendet. Aber erst nachdem es richtig übel geworden ist. Das ist nun mal leider so vorhergesagt. Und bis jetzt sind alle Vorhersagen 100% so eingetroffen. So, gut. Jetzt haben wir nochmal kurze Geschichte wegen dem Abverkauf. Da zeige ich nochmal. Ne, haben wir es nicht. Wo haben wir es hier? Müssen wir mal hier. Genau. Habt ihr also hier. Das ist die Seite Ariba. Ich halte es mal nochmal in der Bildschirmlupe rein. Ja. Hier, ariba.de. Ne? Können wir die Seite aufmachen. Und da habt ihr hier bei Anleihen, geht rein, Anleihensuche. Ne? Klick. So, dann wählt man aus bei Typ staatlich-öffentlich, Herkunft, USA, ziemlich weit unten. Ja, und dann bei Restlaufzeit 4 Jahre. Nur, dass man so das gängige Wertpapier ausgewählt hat. Und dann guckt man hier bei Suchen. Ja, komm. So, ich nehme mal hier gleich die erste. Kommt das nicht so drauf an. So, und das seht ihr schon hier an der Größenordnung, ne? Wie dieser Wert abgesunken ist. Ja. Wir sind also hier oben bei 138, das ist also hier der Stand, und landen noch nicht mal, dass das Jahr rum ist, bei 129,5, also hier in der Mitte. Ne? So. Hier ist der 16.1. und hier hinten ist ungefähr ein Jahr. So, wenn ich mir das über 3 Jahre angucke, sieht das ähnlich aus. Wenn wir hier ein bisschen kleiner machen. Ja, so. Also, 3 Jahre. Ne? Sind wir hier oben?
bei 138 und hinten bei 129,5. Wir haben also hier einen durchgängigen Abwärtstrend. Mitte war ein paar kleine Gegenbewegungen, aber man sieht ja ganz klar, es ist ein Abwärtstrend. So, und jetzt muss man natürlich sich den lustigen Satz mal angucken. Also hier war ein Jahr, stand da glaube ich irgendwo unten drin. Ne, muss man nochmal zurück. Genau. Also hier steht, das Papier wird bei Fälligkeit zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. So, dann muss man sich vorstellen, wenn ein Wertpapier so einen Verlust hat, ne, dass er also innerhalb von einem Jahr von 138, reichlich 138, auf 129,5 fällt und das über 4 Jahre sofort sich so fortsetzt, kann man also davon ausgehen, dass das eine schlechte Wertanlage ist. So, jeder wird bestrebt sein, das Ding leer zu verkaufen, das heißt also auf den Markt zu hauen, in der festen Gewissheit, dass das nach unten geht. Und dann, wenn das fällig gestellt wird, das Wertpapier, billig vom Markt nachzukaufen. Man kann ja, wenn man merkt, es geht, läuft ein bisschen gegen ein bisschen abverkaufen. Aber der Haupttrend, das seht ihr ja, das geht richtig schön bergunter. Also hat man eine gute Chance, dass man dann nach 4 Jahren das Ding für eine Hälfte vom Wert wieder nachkaufen kann und kann sozusagen die Preisspanne des ursprünglichen Wertes bis zum Verkaufswert kann sich ein Börsenhandel also einstecken. Das ist genau das, was mit den Staatsanleihen gemacht wird. Ja. So, und der Grund, weshalb das so fällt, das ist einfach die Zinsen, die einem auf den US-Dollar und einem auf der Staatswirtschaft haften. Ja. Und dann nützt wohl nichts, wenn man da 8,75% im Jahr Zinsen bekommt, weil der Abfall ist einfach zu groß, ne? Dass man da einen Gewinn erwirtschaften kann. Also da gibt es andere Möglichkeiten. Also Abverkauf mit Hebelwirkung wäre also hier die geeignete Geldanlage hier für diese US-Treasury. Ne? Also den Mist verkaufen und aus dem Handelsgewinn sozusagen Gewinn erwirtschaften. So. Und das wäre also auch eine Möglichkeit, was die russische Notenbank machen könnte, indem sie also die US-Staatsanleihen leer verkauft, und zwar in einer richtigen Größenordnung. Was dazu führt, dass natürlich der Preis ins Bodenlose purzelt und durch den billigen Wiederverkauf und den Hebel sozusagen die Verluste, die durch den Handel mit dem Dollar und den US-Staatsanleihen entstanden, wieder rauszukriegen. So, das würde natürlich dann zum Einsturz der Börse führen. Das wäre die logische Folge. So, deswegen ist es eben interessant, sich das heute Abend 23 Uhr mal anzugucken, ob es denn schon erste Entwicklungen gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es sich im Januar richtig steigern wird und dass ja, es einen gewaltigen Kurssturz des US-Dollars kommt, der dazu führt, dass dann auch der Euro aufgegeben werden muss, weil Euro und US-Dollar ist auch eng verkoppelt. So, gut, machen wir das Video erstmal zu und ich lade es erstmal hoch.